Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wege zur Weisheit. Und in dieser Folge möchte ich euch, genau wie in den vorigen, wieder 30 Weisheiten, Limericks etc. vorstellen, mit dem Ziel, dass sie euch zum Denken anregen sollen oder aber auch vielleicht initiieren, dass ihr Lust habt, darüber zu philosophieren. Und wenn ihr es gerne öffentlich machen wollt mit mir, dann könnt ihr das auch in die Kommentare runterhauen. Ich werde mir das dann natürlich anschauen und bin gerne bereit, mit euch darüber zu reden. Vielleicht entsteht ja ein interessanter Disput. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand Lust hat. Dann, ja, viel Spaß. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach vorne an, weil hinten so weit weg ist. Und zwar mit der Nummer 1. Es gibt immer Hoffnung, mein Freund. Sie tritt jedoch oft in einer Gestalt auf, die wir nicht erwarten. Qui-Gon Jinn aus Star Wars. Zweitens, wenn man hinter etwas steht, kann man viel besser anschieben. Von Nadine Kosjen. Drittens, Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein ärmliches Abendbrot. Der Autor hier ist unbekannt. Viertens, jeder Bergsteiger weiß, wer Berge erklimmen will, muss Täler durchschreiten. Von George Wilhelm Exler. Fünftens, um außergewöhnliche Dinge zu erreichen, musst du außergewöhnliche Dinge tun. Von Lukas Friesen. Sechstens. Nicht die Lüge, die du gleich wieder vergisst, sondern die, die sich in deinen Geist festsetzt und dort Wurzeln schlägt, richtet den größten Schaden an. Der Autor hier ist unbekannt. Siebtens. Bewerte nicht das Ziel, das jemand erreicht hat, sondern den Weg, den er dafür zurückgelegt hat. Von Christian Ernst. Achtens. Ein anderer Weg bedeutet nicht ein anderes Ziel. Von Marie Weidauer. Neuntens. Gib niemals alte Freunde für neue auf. Herkunft ist unbekannt. Zehntens. Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Von Dr. Honorus Clausus Anton Bruckner. 11. Eifersucht ist Bewunderung in Kriegsbemalung. Von Robert Louis Stevenson. 12. Weisheit ist die Fähigkeit, kampflos den Widerstand eines Feindes zu brechen. Auch hier ist der Autor unbekannt. 13. Die höchste Errungenschaft des Menschen entspringt keiner Erfindung, keiner Wissenschaft und keiner Geistigkeit. Sie nennt sich Empathie und ist dort zu finden, wohin der Mensch sehr selten seine Blicke wirft, tief in ihm selbst. Von Markus Keimel. 14. Wenn alles nur zwei Seiten hätte, wäre alles ziemlich flach. Von Georg Wilhelm Exler. 15. Diejenigen, die ihre Zeit damit verbringen, sich Sorge über das zu machen, was andere Leute von ihnen denken, würden sich weniger sorgen, wenn sie wüssten, wie selten andere an sie denken. Ursprung ist leider unbekannt. 16. Vielfalt, die sich nicht zur Einheit ordnet, ist Verwirrung. Einheit, die sich nicht zur Vielfalt gliedert, ist Tyrannei. Von Pascal Blaise. 17. Die Einsamkeit hat zwei Seiten. Entweder wir finden uns selbst oder wir verlieren uns. Von Monika Kühn-Görg. 18. Denke daran, du bist der Meister deines Schicksals, der Führer deiner Seele. Der Autor hier ist leider unbekannt. 19. Wenn jemand seinen Glauben verliert, gewinnt er neue Einsichten. Von Monika Kühn-Görg. 20. Wir sind so eitel, dass uns sogar an der Meinung der Leute, an denen uns nichts liegt, etwas gelegen ist. Von Marie von Ebner-Eschenbach. 21. Weisheit bedeutet zu wissen, dass die Stille oft lauter spricht als Worte. Der Autor hierfür ist unbekannt. 22. Mode sagt, ich auch. Eleganz sagt, ich allein. Von Geraldine Stutz. 23. Die cleverste Art des Egoismus ist der Altruismus. Von Hermann Elling. 24. In der Abwesenheit liegt keine Stärke.
Der Autor hierfür ist unbekannt. 25. Solange deine Augen noch glänzen, kennt das Alter keine Grenzen. Von Monika Kühn-Görg. 26. Engagement heißt, nichts dafür zu erhalten und trotzdem die Dinge so zu tun, als würde man dadurch reich werden. Von David Tatulian. 27. Lasse niemals das, was du nicht kannst, das beeinträchtigen, was du kannst. Der Autor hier ist unbekannt. 28. Das Ziel weicht ständig vor uns zurück. Genugtuung liegt im Einsatz, nicht im Erreichen. Ganzer Einsatz ist ganzer Erfolg. Von Mahatma Gandhi. 29. Erdecken bedeutet zu sehen, was jeder sieht, und denken, was noch niemand gedacht hat. Von Albert St. Gyurji. Und last but not least, Denkmäler errichtet man denen, die sie nicht mehr brauchen. Auch hier ist der Autor leider unbekannt. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es waren wieder einige Sachen dabei, die euch gefallen haben, die euch vielleicht inspiriert haben oder zum Nachdenken angeregt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es für euch schön war. Würde mich freuen, auch beim nächsten Videos euch wiederzusehen. Und bis dahin sage ich, macht es nicht gut, macht's besser, habt einen schönen Tag und tschüss.